fressen. Selbst als totale Scheißhausfliege. Meine totale Scheißhausfliege. Weil ich so viel Scheiße fressen, wie Scheiße produziert wird durch Scheiße Probleme, die immer wieder neu reflektiert werden in einer neuen Form der Scheiße. Es kommt nur Scheiße raus. Meine Güte. Wir scheißen uns voll, vielleicht kommt mal was Fruchtbares raus. Für die nächste Generation der lebenden Wesen und nicht so ein frigiden Scheiß, den wir uns jeden Tag um die Ohren schlagen. Frigide Scheißprobleme. Das bringt uns näher dem Problem und der Lösung. Nein! Das bringt uns nicht. Das bringt uns nur der Scheiße näher und ich kann es nicht mehr ertragen. Diese Scheiße. Und ihr könnt mich alle lecken mit dieser Scheiße. Jetzt ist das echte Video wieder angemacht. Ich weiß es doch. Lese da das Video wieder an jemanden und kannst du nicht mal überprüfen. Scheiße. Ich ertrage es einfach nicht. Diese Scheiße. Kein immer wieder Reflexion der Probleme. Ich hab Probleme. Ich hab Probleme. Ich hab ganz tolle Probleme. Und ich will keine Lösung. Weil ich doch nicht mal nach der Lösung suchen kann, weil ich so viele Probleme habe. Scheiße, ich kann doch nicht mal diese scheiß Schwachsinn heulen. Diese Heule, diese Jammer, dieses Selbstmitleid, der Phase. Ja, Jammer, das macht mir genau nach. Oh, dann ist die Kleine, wo du vor dich hingeflennt hast. Ja. Ja, fand ich total. Ich hab sie alle überspult. Ich weiß. Diese Scheißprobleme, diese Scheiße wälzen. Ich bin auch kein. Wer ist denn diese Scheiße drehen? Ich hab mal keinen Bock, die ganze Scheiße mal alleine wegzumachen. Die ihr mal fabrizieren müsst. Genau darum jetzt in dem Video. Den ganzen Dreck, den der Scheißkönig immer macht. Die Schuld auf ein Regime. Und immer wieder die Schuld. Beschmutzt mich nämlich genauso wie du. Wie habe ich mich jetzt beschmutzt, ne? Ich muss da echt üben mit beschmutzen, weil in deiner Fantasie hört sich das geil an. Aber indem du deine Schuhe nicht ausziehst, beschmutzt du mich, weil ich immer barfuß laufe. Armes. Wahrscheinlich ist mit den Füßen. Nur da hat dich richtig. Ja, ich kann es wenigstens. Na, flieg mal sehen in deinem Yoga. Fick dich. Das ist nicht gut. Hier stech ich dir deine Augen aus. Nee. Welche kranken Ideen hast du denn eigentlich? Sehr konstruktive Ideen, da wären einige Probleme weniger. Na klar, weil man dich ja so teuer anfassen kann. Löst die Probleme in meinem Leben, hat auch immer die Sinne der Probleme löst. Wir bringen uns nicht weiter, nicht ein Stück. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht ist Leidenschaft. Jetzt frage mich nicht, auf wen du eifersüchtig bist. Ich sage nur, Philipp. Oh, auf die Demut. Ich bin nicht eifersüchtig, da kann ich in voller Schönheit und tollen Bilanz erleben. Du bist eifersüchtig. Und es reicht nämlich zur Eifersucht einfach nur aus, dass ich ihm gehöre und nicht dir. Ich habe Eifersucht gespürt und ich weiß, dass Eifersucht anders ist, wie zwischen uns. Ja, wirklich. Zwischen uns Eifersucht, wir sollen eifersüchtig sein. Ich frage dich ab. Eifersucht kenne ich nicht mehr. Eifersucht ich dich sehr, sehr gerne haben. Und ich habe Eifersucht überwunden. Ja, und ich mache mich gerne hässlich, damit du aufhörst, mich anzuschauen. Genau, das schaffst du auch immer wieder. Ja, aber du verdienst mich, mich liebreizend zu erleben. Mhm. Ja, das musst du dir nämlich verdienen. Ja, ich klettere über einen Ruhestacheldrahtzaun, um eine Blume zu riesen, die dann nach Verwesung riecht. Nee, du hältst einfach dein dummes Maul. Scheiße. Du hältst einfach dein dummes Maul. Das würde schon reichen. Na klar, dein Maul ist so viel intelligenter.
Da war doch auch nichts draus. Keine Lösung, kein nichts. Nächstes Mal werde ich dir eine Lösung in die Fresse kotzen. Hm. Das ist eine Lösung aus meinem Magen. Ja, das ist Salzlösung. Salzsäurelösung. Toll. Das ermüdet mich einfach nur dieser Schwachsinn. Ich habe mir von Wolfgang echt mehr versprochen. Das erste Video fand ich gut. Das zweite Video war echt nur, boah, schlecht. Ich fand das Video noch besser als das erste. Weil es dich nämlich noch mehr getriggert hat. Das war ein Fußgänger. Naja, wir haben es so bald geschafft, du. Mir ist es egal. Ich hab das ewige Leben weg. Ich konnte mir ja keine Sorgen machen, so eine Scheiße. Du kannst ruhig alle mit dem Tod zusammen. No! Genau! Und wenn schon? Ja. Der Kreislauf der Scheiße. Kommt das Weltherr durch? Was kommt bei mir durch? Feldherr? Man müsste gerne mal Feld haben. Nicht besorgen mir. Kann ja wohl der Herr da über das Feld sein. Und wenn die Führer alle so gestrickt sind, alle nach dem Motto, folgt mir, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, ich habe keine Lösung, ich habe noch nicht mal Hoffnung, aber wir müssen alle ein bisschen mit den Armen wedeln, ein bisschen Yoga, dann können wir fliegen. Ja, Halali. Schick, schick, schickeria. Oh Mann. Einfach mal aufhören mit Saufen, wäre auch schon eine Lösung. Ich brauche mit Saufen. Mit Saufen und diese. Man denkt ja wirklich von intelligenten Menschen, dass sie intelligent sind, aber nee, die müssen in der Scheiße nicht wälzen. Es ist einfach nur grotesk. Da kann ich einfach nur noch heulen und kotzen. Und ich weiß nicht, weil ich einen Scheiß nehmen muss. Jule, hilf uns! Hilf uns! Jule hat andere Antworten. Oder ja, Kinder, ich weiß auch nicht. Ich werde endlich meine Schwester. Ich werde meinen Kopf waschen. Ich meine nicht, wenn. Den Schwanz abschneiden. Oh, ja. Einer nennt Schwanz, der andere Schlips. Ja, daran habe ich auch gedacht, aber ein bisschen jetzt dazu. Wir brauchen keine Schwanzsimulation erzeugen, indem wir einen Schlips um uns rumschleppen. Wir brauchen echte Schwänze und nicht so einen Schlips. Ihr Dreckskerl muss eure Geilheit überwinden, dann wäre schon. Mann, ich habe meine Geilheit durch dich mehr überwunden, als ich sozusagen im restlichen Leben noch ertragen kann. Nein, aber wünschst du deine Geilheit? Ja, aber ich denke Jens bestimmt nicht an dich. Genau, die Geierheit überwinden. Das ist ja wieder so ein Magier-Schwachsinn-Spruch der Feministinnen. Und die Männer sind an allem schuld. Genau, wenn sich eine Frau wehrt, ist sie gleich ein Dreckstück und Feministin. Jetzt täuscht schon jeden. Oh, du wehrst dich ja auch so. Ja, ich höre dich kontinuierlich gegen deine Angriffe. Nee, ich greife dich noch nicht mal an. Oder? Nee, das bekommst du nur nicht mit. Du wedelst mir den Arm, als wenn jemand ein Dachs. Du bist ein Dachs. Noch nicht mal der Börsendax, sondern einfach ein Dachs, der für sich. Sprich noch mehr Unwahrheiten, die alle gegen dich verwendet werden können. Um sich schlägt. Sprich noch mehr Unwahrheiten. Ich verteidige mich nur, ich schlage. Nur weil ich mich gegen dich verteidigen muss. Nur deswegen bin ich ein Dachs. Du akzeptierst einfach nicht, dass ich unabhängig bin, ne? Du kannst doch unabhängig sein, wie du willst. Kannst dir auch deine Wäsche selber waschen. Weil er ja hoffentlich tut und hoffentlich auch die Schwimmer. Du kannst es offensichtlich nicht. Ja, doch. Du wirst ja nicht alles dreckig sein. Ja, doch, wirklich. Das muss ich mal sagen. Such mal deine Wäsche mit Flir zu waschen, vielleicht wird es ja dann ja. Reiner. Und vielleicht findest du dann ja noch ein paar Wahrheiten. Ja. Du zeigst einfach nur mit Fingern auf andere und findest selber keine Lösung aus deiner eigenen Problematik heraus, dass Männer alle schuld sind und dich keine Ahnung, wer weichen wollen. Das ist nicht mein Problem, ich will dich nicht verewigen, will dich noch nicht mal ficken. Redest nur ständig davon.
Oh, na klar, ich rede davon, dich übers Knie zu legen. Für mich ist das davon, sexuelle ja? Assoziation. Ja, ständig redest du davon. Ja, yeah, hat aber einen anderen Kontext. Warum? Weil ich nicht dein Bruder bin, sondern dein Vater. Ich bin dein Vater. Lea, ich bin dein Vater. Warum muss man mal die Tochter zur Raison bringen? Das endlich anerkannt. Das hatte ich schon letztes Jahr erzählt, dass wir vom Rollverhältnis her haben. Aber anscheinend bin ich ja lieber deine Mutter als deine Tochter. Nee, meine Mutter ist. Aber es macht keinen großen Unterschied. Wenn deine Tochter, dann neigst du eher dazu, dir in als. Ich erzähl's dir noch nicht. Ja, komm, komm, komm. Ich erzähl's dir noch nicht. Na komm, da wird da bestimmt wieder eine sexuelle Schwachsinnslösung sein gegen die Männer. Deswegen nur, ich finde Männer zum Kotzen. Männer kotzen mich an. Ja, das ist schon klar, aber du bist noch nicht mal lesbisch. Das ist das Dilemma da an. Es gibt nämlich keine Männer. Das ist das Problem. Denkt mal, ihr seid Männer, ihr seid keine ängstlichen Kinder. Keine ängstlichen Jungs. Oder Mädchen, je nachdem. Wahrscheinlich eher Mädchen. Wenn nochmal länger nachzuurteilen. Kannst du dich erst mal da festlegen, ob wir Mädchen oder Jungs sind, das wäre schon mal echt gut. Aber nee, der Rest der Menschheit, außer du, bist schuld daran, dass du den Probleme mit dem Rest der Menschheit hast. Ist schon klar. Du redest davon, dass irgendjemand Probleme mit dem Rest der Welt hat. Ich nicht. Nee, du hast ja mit dem Rest der Welt. Du lebst in totaler Friede, Glückseligkeit und Liebe. Wenn ich darf, ja. Ja. Ich bin leider sehr einsam in meiner Welt. Ja, weil dann niemand an dich heranlässt. Weil ich keiner wahrnimmt. Naja, du dringst ja dich auf in der Form, wie man sich wahrnehmen muss. Durch Provokation, Ekel und naja, ab und zu mal Liebreiz. Nur muss man sagen, du kriegst du auch hin. So. 13. Fall, 12. Reflektor Falke mit der Antwort geht jetzt ins Bett. Ach nee, ist doch schon der 14. Ach, das ist alles nicht mehr wahr. Hat mich aber nur betroffen und ich hasse den Rest der Welt dadurch. Sich nur in Scheiße wälzen wollen. Flatter, 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 flatter. Flug ist hier wirklich ganz unten in dem Fall. Das sehende Prinzip. Oh, nur Probleme sehen, sehen, sehen. Probleme sehen, sehen, sehen. I see you im Englischen. Ich sehe dich. Ich sehe im Deutschen. Oh, das ist so krank. Nicht in scheiße wälzen bringt. Video heißt ich sehe, oder was? Weißt du? Hä? Video bedeutet korrekt im Lateinischen übersetzt ich sehe. Lateinisch nennt mir so Schnurz. Video. Video killed Radio Star. Ich sehe. Ich sehe. Immer wieder. Und deswegen muss ich mich von diesem Sehen in dieser Welt oder in dieser Welt abwenden. Ich muss mein eigenes Feld bestellen. Du musst so viel. Seit wann wussten wir wieder so viel? Ja, aber weil in der Arbeit, in der Arbeit ist das, was du darfst. Genau, da gehe ich auch freiwillig hin. Aber ich muss mir diese Scheiße von Wolfgang antun, weil ich mag. Oder ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Das ist total toll. Ich hatte kurzzeitig wieder ein gutes Gefühl im Herzen, aber es hat mich leider angehalten, weil du dagegen ankämpfen musstest. Genau, flatter, flatter, flatter. Ohne Ziel, ohne Richtung, ohne Hoffnung, flattern wir einfach ein bisschen. Ich hasse diese Isolationshaft. Rüdiger, ich hasse diese Isolationshaft. Ich hasse es. Und Rüdiger, du arme Sau, du wirst den gleichen Schwachsinn verfallen. Probleme sehen. Ich muss die Probleme einfach alle hinsehen. Das ist total echt, Rüdiger, der ist total autoritätsfähig. Total autoritätsfähig. Ja, der ist total autoritätsfähig. Ich glaube an dich, Rüdiger. Wenn ich selber ausfinden muss, ich machen, hä? Ich bin so hilflos, hilf mir! Ich bin doch die Autorität, nicht? Kann ich selber denken! Er kennt wohl die deutsche Stimme, ich hab es muss eine Lösung her! Und nur ihr Autorität! Wenn er mal Rudi Dutschka ist, habt ihr mal Lösungen! Ja, Rudi, was? Rudi, du
die Dotschke zum Thema Lösungen. Ja, den kannst du mal reinziehen. Hat er Lösung oder hat er nur wieder den gleichen Schrott mit Problemen wälzen? Dann krieg ich echt langsam echt. Vielleicht erkennst du, dass es keine Lösungen gibt? Genau. Es gibt immer keine Lösung. Und das ist das oberste, total deutsch-arische Problem. Wir haben keine Lösung. Wir sind nicht das Land der Denker, Dichter und Erfinder. Nein, wir haben niemals Lösung. Kennst du den Film Revolver, sag mal? Nein. Aber ich habe das Gefühl, ich bin die Stimme. Ich kenne den Film Revolver nicht und der Film hört sich auch nicht erotisch an, weil ein männliches Phallus-Symbol ist. Gucken wir uns mal an. Nee. Gucken wir uns mal an. Nee, in diesem Kontext wäre ich bestimmt ja. Revolver, am besten noch nebenbei Musik mit Revolverhelden laufen lassen. Oh, Revolverhelden. Schlager, Schrott. Müll. Produzenten von ständigen Müll. Boah, ich mache mich echt. Okay, ich will mich jetzt einfach in die ewigen Jahrgründe zurückziehen. Hat sich das für mich. Oh, über die ganzen Vollzongs, die ich in der Scheiße wälzen wollen, einfach weiter Scheiße wälzen lassen. Mann, ein Schrott. Nur Scheiße. Und ich bin doch nicht mal eine Pflanze, das wäre ja mal geil, wenn ich eine Pflanze wäre. Aber nee. Du hast eine Pflanze und willst auch schlafen. Ja, in deiner Welt bin ich ein androgyner Kinderficker. Du musst ja dich den Raum verlassen. Ja, das bin ich jetzt gerade am Versuchen. Weil das ist echt nicht. Also, obwohl du bist da echt noch in die Nähe. Irgendwas an. Da macht mich echt wirklich Wolfgang fertig mit diesen Probleme sehen, überall Probleme sehen. Nacht. Oh. Träume ist wie sich. Help, I need somebody, help. Not just anybody, Wolfgang Rüdiger, I need you.